So ein schöner Nachmittag heute. Die Sonne scheint. Ach, gleich laufe ich noch mal durch den Garten. Aber erstmal will ich jetzt in Ruhe mal ein Stück Kuchen essen. Erdbeerkuchen. Also es ist doch so schön, wenn man mal richtig Zeit... Oh nein, was ist das? Mein Pieper geht. Notfallseelsorge. Jetzt muss ich mal erstmal bei der Leitstelle anrufen in Wittmund, fragen, was da passiert ist. Ja moin, hier ist Steinhaus Cordes. Ich habe die Notfallseelsorge. Der Pieper hat gepiept. Was ist denn los? Aha. Ich mache mir ein paar Notizen. Also das ist in Völlen. Was ist da passiert? Plötzlicher Todesfall. Die Polizei ist noch im Haus. Und wer braucht Hilfe? Die Ehefrau. Aha, Frau Mustermann. In der Blaustraße. Blaustraße 67. Wissen Sie, wie alt der Verstorbene ist? Ah, 47. Gut, ich versuche den Kollegen in Völlen zu erreichen und ich melde mich nochmal bei Ihnen, wenn ich das weitervermittelt habe. Dankeschön, tschüss. Für gewöhnlich läuft es so, wenn man den Pieper hat. Also jeder Pastor im Kirchenkreis Rauderfehn hat für 12 Tage im Halbjahr diesen Pieper und ist zuständig für die Organisation von Notfallseelsorgeeinsätzen. Jetzt haben wir gespielt, dass ein Notfallseelsorgeeinsatz ist und wie es weitergeht, das spielen wir Ihnen mal weiter vor. Ich würde jetzt im Ernstfall wirklich diesen Kollegen in Völlen anrufen und ihm erzählen, worum er sich kümmern soll. Hallo, hier ist Marion. Du, ich habe Notfallseelsorge und ich wurde angepiept. Ich habe die Leitstelle angerufen und in deinem Bezirk ist eine Frau Mustermann und die braucht seelsorgerliche Unterstützung. Ihr Mann, vielleicht kennst du die Familie auch, ist 47 Jahre alt und ist im häuslichen Umfeld ganz plötzlich tot umgefallen. Die Polizei ist dort, ein Bestatter ist auch schon informiert. Die wohnen in der Blaustraße 67. Würdest du bitte so schnell wie es geht dorthin fahren? Übernimmst du diesen Fall? Okay, wenn du noch mehr wissen willst, dann musst du selber bei der Leitstelle anrufen, aber ich glaube, die wissen auch nicht mehr. Fahr am besten einfach hin. Blaustraße 67, Familie Mustermann. Tschüss! Dann habe ich diesen Fall abgegeben. Ich schreibe dann noch eine E-Mail an den, der das organisiert, dass ich es abgegeben habe. Und der Kollege in Völlen reagiert auch noch einmal nach dem Einsatz. Und schreibt, was er dort gemacht hat, wie lange er dort war und einfach auch nur für die Statistik, dass dieser Notfallseelsorgeeinsatz stattgefunden hat. Tja, Notfallseelsorge. Wir haben ja jetzt etwas vorgespielt, aber so ist es in Wirklichkeit oft. Wenn man zuständig ist für die Notfallseelsorge, wenn man also den Pieper hat, dann ist man von jetzt auf gleich in ganz schwierige Situationen hineingerissen. Man muss sofort funktionieren. Wenn man den Pieper hat, ist man für 20 Kirchengemeinden zuständig, die Notfallseelsorge zu organisieren. Das heißt, so wie ich es gerade gespielt habe, zum Beispiel den Kollegen in Völlen anzurufen und zu sagen, in deiner Gemeinde ist etwas passiert, bitte geh hin. Oder in Amdorf oder in Vilsum oder in Ockenhausen. Also wer den Pieper hat, organisiert es für alle Kollegen mit. Erreicht man aber diesen Kollegen nicht, dann versucht man die Kollegen im Umkreis, in den Nachbargemeinden zu erreichen und sagen, fahr doch bitte schnell nach Völlen, da ist was Schlimmes passiert. Erreicht man die auch nicht, macht man sich selber auf den Weg. Das ist natürlich bei unserem langen Kirchenkreis manchmal auch ein langer Weg. Manchmal wird man ja auch selber angerufen, dass jemand anders den Pieper hat und der sagt dann, bei euch in Oblengen ist etwas Schlimmes passiert. Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn oder hier auf einer Landstraße. Ein plötzlicher Todesfall, Suizid. Ganz oft
Überbringen der Todesnachricht. Ich mache seit 25 Jahren Notfallseelsorge und ich finde es immer noch schrecklich, weil man eben von jetzt auf gleich funktionieren muss, manchmal ja auch mitten in der Nacht, und weil man in Situationen hineinkommt, die einfach nur schrecklich sind. Wer mag eine Todesnachricht überbringen? Das mag niemand. Vor einer Haustür stehen und einem Menschen sagen, dein Ehemann ist tödlich verunglückt bei der Arbeit oder was weiß ich, das ist schrecklich. Und so erlebe ich es auch jedes Mal. Immer wenn ich los muss, denke ich, oh, lieber würdest du jetzt irgendwie hier in den Weg einbiegen und das Licht vom Auto ausmachen und bist nicht auffindbar. Aber irgendjemand muss sich dieser Situation stellen. Denn die Menschen, die brauchen einfach jemanden, der diese Situation mit aushält. Und das ist für mich Notfallseelsorge. Und das tue ich ganz bewusst als Christin im Namen Gottes. Viele kennen mich natürlich hier auch. Und wenn ich vor der Tür stehe mit der Polizei, dann wissen die schon, was los ist. Viele sagen dann gleich, was ist passiert? Ist ein Unfall passiert? Was ist los? Zum Glück habe ich mal so eine Fortbildung mitgemacht und die hat mir sehr geholfen. Die hat mir die Angst genommen und ich habe so ein bisschen Handwerkszeug gekriegt, wie ich reagieren muss, wenn ich zum Beispiel eine Todesnachricht überbringe. Dass ich das nicht gleich an der Tür sage. Und dass ich auch nicht gleich sage, was weiß ich, Paul ist eingeschlafen. Das begreift man ja gar nicht. Also man steht an der Tür und sagt, darf ich reinkommen? Können wir in Ihr Wohnzimmer gehen? Wollen wir uns hinsetzen? Ich muss Ihnen etwas ganz Trauriges sagen, etwas ganz Schreckliches. Ihr Mann ist tot und dieses Wort tot muss fallen. Die müssen mit dieser Härte der Tatsache konfrontiert werden. Und es bricht mir jedes Mal das Herz. Und ich kann mich an jede Situation erinnern, wo ich so einen Notfallseelsorgeeinsatz hatte. Man vergisst es nie wieder. Das Herz schlägt einem bis hier. Und die Reaktion der Menschen ist total unterschiedlich. Manche fangen an zu zittern, zu schreien, zu weinen. Andere sitzen nur still in der Ecke. Einer wurde mal total aggressiv. Da wusste ich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Einer ist am Schrank gegangen, hat eine Flasche Schnaps genommen und hat die Flasche Schnaps leer getrunken. Einer musste sich mal fürchterlich übergeben. Und also in diesen Situationen da zu bleiben. Denn die Polizei kann nicht da bleiben. Wenn zum Beispiel ein Verkehrsunfall geschehen ist und man die Todesnachricht den Angehörigen überbringt. Die Polizei muss weiter und die sind dann immer sehr froh, wenn man als Seelsorger sagt, ich bleibe hier, Sie können gehen. Das sind ja oft auch junge Kollegen, junge Kolleginnen, die auch mit so einer Situation total überfordert sind. Aber ich glaube, auch als Seelsorger ist und bleibt man immer auch ein Stück weit überfordert. So einer Situation stellt man sich nie gerne. Und doch ist es total nötig, dass wir das tun im Namen Gottes, was nicht heißt, dass ich da von Gott rede. Das ist oft überhaupt nicht angebracht. Die Situation ist so aus dem Ruder, dass die für Gott überhaupt keine Ohren haben. Manchmal geht es, dass man sagt, wenn der Tote noch im Raum ist, dass man sagt, wir können uns um den Toten rumstellen und wenn Sie mögen, spreche ich ein Vater unser, aber nur, wenn Sie möchten. Manche möchten das und manche auch nicht. Und wenn man geht, geht einem so ein Notfallseelsorgeeinsatz noch lange nach.